Ja, dann wären wir jetzt bei heute. So sieht der Pizzateig jetzt aus. Er ist ja, zimmerwarm. Ich habe mir vorher noch den Backofen kurz auf 50 Grad angewärmt, wieder ausgeschalten, den dann reingelegt und naja, viel aufgegangen ist er nicht. Glaube ich zumindest. Ich weiß gar nicht mehr, wie er gestern ausgesehen hat. War schon sehr spät. Spinat, der mit dem Blub. Da muss ich noch ein bisschen Salz rein tun gleich. Sonst schmeckt der mir nämlich nicht. So. Das Ding hört sich auch schon ziemlich leer an. Zwei Eier. Ein Gratinier- und Pizzakäse. Den habe ich Gott sei Dank da gehabt. Päckle Bacon habe ich noch gehabt. Zwei Eier. Und ja. Zu dem Soßengebastel kommen wir jetzt. Das machen wir ganz einfach. Wirklich ganz, ganz einfach. Mir fehlt noch was. So, da bin ich wieder. Und zwar die italienischen Kräuter. Wir nehmen hier jetzt Tomatenmark mit Basilikum. Was noch verschlossen ist. Da hauen wir uns hier erst einmal einen Schmutz rein. Dann Tomatenmark mit Knoblauch. Hauen uns einen kleinen Schmutz Heinz Ketchup mit dazu. Einfach damit es ein bisschen flüssiger wird und tomatig bleibt. Und dann natürlich noch die italienischen Kräuter dazu. Frisch aus der Gefriere. So, das soll schon reichen. Dann rühren wir das Ganze mal ein bisschen auf. Die Hälfte wieder daneben gehauen. Macht nichts. Und je nach Konsistenz können wir noch einen kleinen Tropfen Ketchup dazu hauen. Also wie gesagt, das ist die absolute Notfallsoße. Vielleicht ist er ja auch gut. Riechen tut's lecker. Ey! Es könnte sogar richtig lecker werden. Gut, ich räume weg und danach sehen wir uns gleich mit dem Teig hier wieder. So, da mache ich mir jetzt drei Kugeln für drei, ja, zwei. Zwei Kugeln ungefähr gleich groß. Schleift es nochmal. Tja, und dann schauen wir mal, ob das dieses Mal mit dem Pizzateig ein bisschen besser klappt. Ein großer Unterschied ist halt, dass ich dieses Mal so eine Trockenhefe genommen habe und keine frische. Weil ich das eben auch mal ausprobieren wollte. Und Leute, ich kenne Waldis Pizzakanal. Aber warum sollte ich immer komplett bei anderen gucken? Mache ich zwar so ab und zu ganz gerne, aber ich möchte auch meine eigenen Wege beschreiten. Ist auch ganz lustig. Tja, und deswegen habe ich da jetzt auch nicht mehr nachgeschaut. Ich habe zwar Grundzüge davon rausgezogen von dem Kanal, aber das war es dann auch schon.
Zum Beispiel eben das hier mit dem Pizza auswageln. Also wenn es heute nichts wird, dann liegt es an dem Pizzateig. An der Trockenhefe. Jo. Aber wie gesagt, ich wollte das jetzt mal ausprobieren. Ob ich die nochmal eine Trockenhefe verwende. Wenn ich mal das so anschaue, ich glaube nicht. Nächstes Mal definitiv dann wieder eine frische Hefe. Also komm, eine Scheibe Bacon oder zwei sollten da mindestens drauf gehen. Tun wir noch mal ein klein bisschen einmehlen und dann ist gut. Dass ich die Pizza hier auch gleich wieder wegnehmen kann. Pizzaofen ist noch am Aufwärmen der Ferrari. Hat die sich jetzt wieder zusammengezogen oder was, die Made? Dann die Special Selbstmade Schnellpizzasoße. So. Ich bin ja so gespannt, wie die Pizza wird nachher. Ja. Ei sollte ja auch noch drauf. Mal die Pizza schaufeln. Es haben ja viele an den geteilten Pizzaschaufeln rumgemosert. Also Leute, ich finde die mal richtig genial. Also ich kann dann daran nicht rummosern. Ah ja, Pizzaofen ist auch soweit. Dann klatschen wir unser Ei hier drauf. Nein! Scheiße. Oh, ich hasse es. Dann tun wir punchen. So ein Shitkram. Ne, wo? Haut mir das komplette Ei hier ab und rutscht hier runter. Ach, das ist doch mal richtig kacke, oder? Mann! Das darf doch nicht wahr sein. Komm, komm, das geil! Scheiße, Mann! So, jetzt bleibst du aber drauf. So, noch ein bisschen Hände spülen. Hat das die Welt schon gesehen? Ich glaube nicht.
ein bisschen Salz und Pfeffer hier übers Ei. Schmeiß mal hier am Rand auch noch ein Bacon drauf. Und dann können wir die Pizza ja, auf dem Ferrari drauf wuchten. So, auf zwei hau mich tot vorgeheizt. Und da immer kleiner auf. Und jetzt ruck, zack, zack. Es gibt natürlich jetzt auch noch eine Riesensauerei auf dem Pizzastein mit dem Ei, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Einen Deckel zu, backen. Und ich mache dabei das Brett sauber. Und habe meinen Käse oben drüber vergessen. Oh. Egal, mehr Käse gibt es heute nicht. Muss reichen. Da brutzelt es und knuspert es. Ah ja, okay. Oh, sieht schon mal gut aus. Also ich schaue jetzt ein paar Mal rein. Ja, langsam wird's, langsam wird's. Ein bisschen können wir noch, aber sie ist fast fertig. Jetzt reicht's, oder? Machen wir noch einen kleinen Augenblick. Ja, sonst wird man da der Rand zu dunkel. Vielleicht noch einmal drehen und noch ein paar Sekunden warten. Ich hab Hunger, Leute. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Da ist sie, meine Pizza. Yummy. Pizzaofen lasse ich jetzt noch ein bisschen nachlaufen. Und ja, später brauche ich ihn ja dann noch für die zweite Pizza. So, da haben wir sie. Meine Spinat-Spiegelei-Bacon-Pizza. Schneide ich jetzt erst einmal auf. Dazu muss ich die Cam noch ein bisschen nach unten kippen, sehe ich gerade. Jetzt bin ich ja gespannt. Ruhe da hinten. Wie fest das Ei dieses Mal geworden ist. Ja, ganz leicht flüssig ist es noch. Nicht weiter verraten, aber das lutsche ich dann vom Brett runter. So, und ab in den Hals. Boah. Zwischendrin wieder sauber kratzen. Aber Leute, die Pizza sieht mal richtig geil aus. Wow. Geil. Also diese Variante von Pizza werde ich mal öfters machen. Die Pizzasoße ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber sie schmeckt. Die Pizzasoße eben nicht ganz so lecker wie das letzte Mal, aber sie ist gut. Kann man echt nicht maulern für diese schnelle Version. Der Pizzateig, ja, hätte ich mal sagen, ist soweit in Ordnung. Kann man essen, Pizza ist braun geworden unten und ich werde noch besseren hinkriegen. Das war ja auch bloß so eine Schnellbastel-Version. Lecker. In diesem Sinne,
Ich hoffe, euch hat das Video mit der Pizza gefallen. Däumchen nach oben würde mich freuen. Nettes Kommentar, Abo und was soll ich noch viel sagen? Mit dem Pizza Ferrari ist so viel möglich. Richtig geil. Ciao, Ikowski.